Jo, moin, grüßt euch. Ich habe die Möglichkeit, euch den Agent jetzt mal auf den Server zu zeigen. Ich werde euch die ganzen Abilities erklären und natürlich könnt ihr dann sehen, wie sie auch aussehen. Bevor wir damit starten, ganz kleine Info. Es gucken noch sehr, sehr viele Leute meine Videos, ohne den Kanal abonniert zu haben. Also wenn euch meine Videos gefallen und ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, gerne mal den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ja, fangen wir mal an. Das ist der Agent, das sieht, das ist erstmal die Animation, wenn man den Agent auswählt. Eigentlich ganz cool aus. Dann gehen wir jetzt auf den Server und könnt ihr die Fähigkeiten mal live sehen sozusagen. Bin auf jeden Fall mega gespannt und ich freue mich schon sehr auf die neue Season. Neue Season oder allgemein neuer Akt ist immer so gut. Einfach neuer Content, man kann wieder Dinge ausprobieren. Das ist außerdem das Battle Pass Knife, habe ich auch ein Video hochgeladen. Zeitgleich mit dem Video, was jetzt hier gerade rauskommt, wo ihr gerade den Agent euch anschauen könnt. Da könnt ihr euch die ganzen Skins anschauen, die jetzt zur neuen Season kommen. Auf jeden Fall, wir fangen mal an. Lass mal hier alles aktivieren. So. Ist die neue Vandal auch aus dem Battle Pass? Auf jeden Fall. C-Ability. Was macht sie? Ihr seht es unten schon. Ihr habt Linksklick und Rechtsklick. Linksklick. Ziemlich großer Radius. Ist wie eine Granate sozusagen. Wie eine Frag Grenade. Prallt auch an Wänden ab. Bleibt nicht haften oder so an der Wand. Das heißt, man kann sie auch halt weiterwerfen. Man könnte wahrscheinlich auch sich hier einen Fixpunkt raussuchen, ne? Müsste man natürlich schauen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man dann am Spot geblendet hat. Perfekt. Da oben soll sie dann ankommen. Ne, auf jeden Fall, wenn die dann gelegt wurde, kann man bestimmt irgendwie mit einem Fixpunkt hier die Bombe drauf werfen. Die Frage ist halt, das muss man dann auch testen, wenn wir mit dem Agent gespielt haben. Heute um 19 Uhr außerdem kann ich den Agent live im Stream zeigen und dort werden wir auf 5 gegen 5 Matches machen. Also wenn ihr da einschalten wollt, ab 19 Uhr bin ich live auf Twitch. Und dort werden wir die ganzen Abilities mal gegen andere Spieler testen. So, auf jeden Fall, das ist halt wie gesagt die erste Ability. Die C-Ability ist einfach wie eine Nade. Linksklick wirft man sie weiter. Rechtsklick kann man sie so kurz werfen. Damage kann ich jetzt nicht genau zeigen, weil ich halt im gleichen Team bin. Da kriegt man nicht so viel Damage. Aber ihr seht, bisschen haut es auf jeden Fall rein. Und ja. Denkt dran, da das meine eigene Nate ist, ich kriege halt nicht so viel Damage, ne? Team. Wenn das jetzt ein Gegner wäre oder wenn hier ein Gegner drin steht, ist es viel, viel mehr Damage. So, dann machen wir weiter. Q-Ability. Das ist, nach der Nade kommt jetzt eine Flashbang. Die könnt ihr auch wieder mit Linksklick werfen. Ist im Endeffekt 1:1 wie mit der Nade. Nur, dass die halt explodiert und dass hier eine Flash ist. Also die macht Damage und die flasht halt. Linksklick prallt halt so ab. Geht nach 1,6 Sekunden auf. Ich gucke jetzt mal einmal rein. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Rechtsklick auch zu werfen. So wie auch mit der Nade. Das sieht dann so aus. Und ihr seht schon, Rechtsklick geht, explodiert die Flash schneller. Linksklick ist 1,6 Sekunden und Rechtsklick ist 1 Sekunde. Das heißt, man kann sich mit Rechtsklick auf jeden Fall immer sehr gut flashen. Beispiel so. Und dann zieht man hier rum. Muss man ein bisschen üben, ne? Aber wisst, was ich meine. Oder die kommen kurz, man flasht sich so in den Rücken und zieht damit rum. Oder man rennt hier kurz vor, macht Rechtsklick und zieht rum. So, das ist, da hat man sehr, sehr gute Möglichkeiten auf jeden Fall. Und man hat auch zwei Flashes, seht ihr ja unten. Dann geht's weiter mit der E-Ability. Das ist ein Messer, was ihr werfen könnt. Und da ist es anders wie mit den Granaten. Das Messer prallt nicht ab von der Wand, sondern sobald das Messer eine Oberfläche berührt, bleibt es da sofort hängen.
Das heißt, werfe ich da oben gegen. Fliegt auch sehr, sehr weit. Also, das fliegt sehr schnell und sehr weit. Ihr seht es. Mal gucken, ob es... Sehe ich das? Ja, man sieht es hier. Es ist da angekommen. Also, man kann es wirklich über die ganze Map werfen eigentlich. So, und sobald es irgendwie eine Oberfläche berührt, bleibt es da stecken. Dann, was macht die Ability überhaupt? Ihr seht ja diesen Kreis, der dann entsteht, ne? Mach sie nochmal auf den Boden. Also schon wirklich ein großer Radius. Ihr seht es auf der Minimap auch, wie groß das ist. Und alle Leute, wichtig, alle Leute, die in dem Radius stehen, sagen wir mal, ihr wisst, hier ist es immer einer Lems. Und da spielt irgendwie Raze. Und die spielen das immer so, dass Raze, dass er hier abaimt. Und wenn die kommen, macht er immer seinen Boombot gegen die Wand. Und wirft dann seine Nade, so, ne? Dann könnte man zum Beispiel ganz einfach machen, dass man das Messer da oben gegenwirft. Und schon ist die ganze Lems Area und hinter Truck kann keine Abilities mehr usen. Man hat ein Messer und wenn die Leute in dem Radius drinstehen, können sie keine Abilities mehr usen für eine gewisse Zeit. Also ist auch ganz nice. Da kann man sich bestimmt auch wieder einige Dinge überlegen. Da ist mir auch zum Beispiel in den Sinn gekommen. Man spielt ja, im Moment ist ja Viper-Meta, wo man dann gerne mal von hier oder so oder von hier Gift hier noch auf die Bombe wirft, wenn sie diffusen wollen. Das könnte man dann countern mit den Messern, indem man, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man zielen muss. Sagen wir mal so. Weil der eine Fixpunkt ist ja von hier. Ja, kam sogar perfekt, lol. Und schon kann er sein Gift nicht werfen, weil er keine Abilities mehr usen kann. Und in der Zeit zieht man schnell durch. Manchmal reicht es ja schon, wenn er nur 2 Sekunden zu spät ist mit seinem Gift. Dann ist es nämlich noch in der Luft und in der Zeit hat der Spieler hier die andere Hälfte durchdiffused. Weißt du, wenn die Hälfte schon diffused war oder so. Deswegen, ich denke, da kann man gut irgendwie gerade diese Afterplant-Meter countern ein bisschen. So, und jetzt zur Ulti. Auch sehr interessant. Da gibt es mehrere Sachen. Einmal, eure Fire Rate ist erhöht, sobald ihr die aktiviert. Ihr seht es so, wie bei Rainer mäßig. Und ihr habt diese Energiewellen. Die gehen nicht unendlich weit, aber der Radius ist noch größer als wie beim Knife, ne? Guck mal, ich aktiviere es jetzt nochmal. Ihr seht es, es geht bis hinten zum Teleport. Bis zur Kante. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Bereich. Und sobald er es aktiviert hat und Leute stehen in diesem Bereich drin, dann ist das gleiche wie mit dem Messer. Sie sind unterdrückt und können keine Abilities mehr benutzen. Also Fähigkeiten. Das heißt, wenn man hier vorne in der Kiste steht, macht Ulti an, geht dann vor, dann weiß man, man kann jetzt einfach auf Aim gehen. Und da ist jetzt keine, sagen wir mal, Breach oder so, der hier hinterm Spot ready steht, flasht hier durch. Und es zieht jemand rum und man fightet, sondern man weiß, okay, nice, die können mich hier nicht flashen, weil sie keine Abilities usen können. Also da wird es auch einige Taktiken bestimmt mitgeben und es wird nochmal komplett so die Meta changen. Bin ich gespannt. Da kann man sich einiges einfallen lassen auf jeden Fall. So, was, das, also es ist noch nicht alles, das ist ja das Krasse. Die Ulti, solange die noch aktiviert ist, ihr seht es unten rechts. Hier, da läuft dieser Kreis ab, wie bei Rainer. Wenn ich jetzt sterbe, sagen wir mal, ich gehe hier auf Fight gegen Lems. Und der Lems-Spieler killt mich aber. Dann liege ich hier noch. Und meine Mates können zu mir hinkommen und mich stabilisieren, heißt das. Und ich lebe wieder. Ich lebe einfach wieder. Solange die Ulti noch aktiviert ist. Also wenn ich jetzt vorrenne mit der Ulti... Hier fighte, ich kill ein, werde aber dann gerefragt und bin dann hier down und die Ulti ist noch aktiv. Dann können die Mates hinrennen und einen sozusagen reviven. Und dann lebt man wieder. Also das ist schon echt cool. Und das sind eigentlich so die Sachen, die Ulti macht und auch die ganzen anderen Fähigkeiten. Jetzt konntet ihr es nochmal live auf dem Server sehen. Und ja, bin gespannt, den Agent wirklich im 5 gegen 5 zu spielen. Wir werden es ja heute Abend um 19 Uhr ein paar Matches absolvieren. Mit dem Agent schon. Bin gespannt. Ich hoffe, das Video konnte euch wieder ein bisschen helfen. Und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne den Channel abonnieren.
Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns dann zum nächsten Video. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.